Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wer mir nicht auf Twitter folgt, der weiß das noch nicht. Und zwar haben wir ein Visum bekommen. Ich war ja gestern in Frankfurt. Achso, ihr habt jetzt nur den heutigen Vlog gesehen. Auf jeden Fall habe ich gestern nicht gebloggt, deswegen vlogge ich heute. Ich war in Frankfurt. Und dann wurde unser Visum sofort ausgestellt, also so geil, richtig, richtig geil. Wir sind da hingekommen in dem marokkanischen Konsulat, haben halt unsere Sachen abgegeben und dann meinte die Frau so, ja, kommt in 1,5 Stunden wieder und dann ist es fertig. Oh mein Gott, Leute, wir fliegen nach Marokko. Ich wollte es euch schon die ganze Zeit sagen und dann dachte ich mir so, die Leute, die meinen Vlog anschauen, wissen das jetzt auch. Fliegt nach Marokko, beziehungsweise fliegen nach Marrakesch. Und mir wurde schon auf Twitter geschrieben, dass ich ein paar marokkanische Zuschauer habe. Also falls ihr Insider-Tipps habt, dann gerne her damit. Also was man sehen muss, worauf man aufpassen soll. Aber ich habe mir auch schon einen Reiseführer gekauft. Da stehen auch ganz coole Tipps drinnen. Und zwar von City-Tipp Marrakesch. Yay! Yeah. Also ich war in der Buchhandlung und dann habe ich halt geschaut, welche Reiseführer so am besten sind. Habe ich über Amazon geschaut, weil da gibt es auch so Bewertungen und so. Ich kann es euch mal in die Infobox verlinken, falls es euch interessiert. Richtig cool, dann waren wir heute nochmal im Reisebüro. Und morgen buchen wir dann endgültig und dann heißt das, in 3 oder 4 Tagen fliegen wir nach Marrakesch. Yay! Ich freue mich so. Oh mein Gott, ich bin gestern so richtig ausgerastet, als wir in Frankfurt waren, also mein Freund und ich. Und genau, also was ich aus dem Reiseführer entnehmen konnte, sind halt so, was man sehen muss, Sehenswürdigkeiten. Ein Dirham oder so, 10 Dirham, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, sind 1 Euro. Also ist Marrakesch eigentlich sehr, sehr günstig, so vom Essen her oder Sehenswürdigkeiten und so. Genau, ich bin schon super gespannt und ich werde wahrscheinlich auch jeden Tag vloggen, einfach für euch halt auch und für mich als Erinnerung, dass wir dort waren und was wir so gemacht haben. Und vielleicht habe ich auch so Tipps an euch, falls ihr auch nach Marrakesch geht und ich freue mich schon riesig. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich hoffe, ihr freut euch auch mit mir. Genau, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also ich war jetzt 2 Tage im Reisebüro, habe mich halt erkundigt wegen Hotel und Verpflegung und so. Wollen nicht so einen Erholurlaub machen, sondern wirklich so einen Städtetrip. Und ich war schon mal in Barcelona und ich habe ja auch schon so ein Video gemacht, was ihr auf jeden Fall bei Städtetrips machen solltet, beachten solltet, mitnehmen solltet und so weiter und so fort. Ja, ich lese jetzt auch dann mein Städtetrip so. Und schau so, was man so machen kann. Dann plane ich alles. Und dann geht's bald los. Yay. So, sonst habe ich eigentlich nichts zu sagen. Außer, dass wir jetzt gleich arbeiten müssen in einer halben Stunde. Ah ja, viele haben gefragt, welche Nationalität ich bin. Ich bin Vietnamesin. Und meine Eltern haben ein Restaurant. Und ich arbeite hier in dem Restaurant. Beziehungsweise ich helfe eigentlich nur aus. Genau, deswegen kommt YouTube manchmal zu kurz. Aber mein Vorsatz fürs nächste Jahr, habe ich ja glaube ich schon gesagt, ist, jeden 4. Tag ein Video hochzuladen. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich gebe mein Bestes und genau. Dylan, mach mal Stopp. Mach mal Pause. Ich habe ein Geschenk für dich. Kann ich das auch machen? Ja, das ist von Matthew. Mach mal auf und schau mal, was drin ist. Der Sweetie Boy. Den ja. Ey, jetzt schon wieder zusammenbauen, oder? Doch. Alter. Das dauert bei 3 Stunden. Aber nee, das ist ein Auto mit ja. Lego. Ich habe ihm nämlich auch sowas zum Geburtstag geschenkt. Ninja Haus, irgendwas, keine Ahnung. Muss Matthew anrufen und Danke sagen. Freust du dich? Wie sehr freust du dich, Schatz? Hallo, wie sehr freust du dich? Wie sehr, wie groß ist deine Freude? Weiß ich nicht. Ja, okay. Ich habe jetzt ein Video gedreht für euch. Ich war mir nicht sicher, ob ich ein Video drehen soll oder nicht.
Und ich hatte ja wieder den Plan, das Video morgen zu drehen, also heute früh schlafen zu gehen, um morgen zu drehen. Wir haben inzwischen auch schon 4 Uhr morgens, aber ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt gedreht habe, damit ich es hinter mir habe, weil ich weiß, dass ich morgen das eh nicht gemacht hätte. Oder ich hätte eh verschlafen oder irgendwas wäre dazwischen gekommen. Das Video kommt übrigens am Sonntag online, also das, was ich heute gedreht habe. Und dann gibt es am Donnerstag noch ein Video. Also ich habe ja einen neuen Plan. Und zwar jeden vierten Tag ein Video hochzuladen. Mal schauen, ob es klappt. Ihr wisst, ich arbeite noch nebenbei bei meinen Eltern. Und das ist alles nicht so einfach. Genau, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, deswegen beende ich diesen Vlog, vielleicht nehme ich euch morgen nochmal mit und ja, bis dann Leute, ciao, gute Nacht. Wir haben jetzt wieder Feierabend, was heißt wieder, wir haben jetzt Feierabend, wir haben auch schon ziemlich spät. Warte, wie früh haben wir? Ich fange dann auch mein Handy nicht, doch. Oder hier? Hier war mein Handy. Wir haben ja schon 11:45. Ich bin jetzt daheim. Muss dann meine Sachen packen, denn morgen geht's für mich nach München zum Catrice-Event. Und ich habe schon ein bisschen geplant. Ich nehme meinen Laptop auf jeden Fall mit, weil während der Fahrt bearbeite ich dann mein Video, welches am Sonntag online kommt und das auch noch. Und dann kann ich das hochladen. Und vielen Dank für alle, die Däumchen gedrückt haben. Also, wie gesagt, wir haben ein Visum bekommen. Ich habe heute schon die Flüge gebucht. Ich habe auch ein Hotel gebucht, aber das würde ich gerne stornieren. Aber es ist irgendwie nicht stornierbar. Deswegen kontaktiere ich sie jetzt dann per E-Mail und schau mal, ob es noch stornierbar ist. Und genau, ich bin auch schon super gespannt. Und bla und blub und oh mein Gott, I'm so excited. Ich schwör, Leute, ich freue mich richtig, dass alles geklappt hat. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts zu sagen. Es ist eigentlich auch nichts Spannendes passiert. Ich habe ja jetzt heute Geburtstag. Also in 15 Minuten am 9. Um genau zu sein, um 16 Uhr. Also um 16 Uhr noch was wurde ich geboren. Und genau, ich habe heute mit einer meiner besten Freundinnen geredet, die so, feierst du nicht? Ich so, nö. Ich habe die letzten Jahre meine Geburtstage immer gefeiert, aber so richtig groß. Vor allem meinen 16., glaube ich. Oh ja, der war heftig. Letztes Jahr habe ich auch gefeiert, aber dieses Jahr habe ich nicht so das Bedürfnis und so. Und mein einziger Wunsch war ja, mit der ganzen Family in Urlaub zu gehen. Beziehungsweise in ein wärmeres Land, weil sonst wären wir dieses Jahr Ende November nach Vietnam geflogen, wegen so Sachen mit meinem Opa und das ist irgendwie Tradition, dass man halt wiederkommen muss, weil er vor 5 Jahren oder so gestorben ist und da muss man halt irgendwas mit dem Grab machen oder das auffrischen oder ihn transportieren oder so. Ich weiß selber nicht so genau. Aber das haben wir auf nächstes Jahr verschoben. Und dann habe ich noch gemeint, ey cool, wenn wir nach Vietnam fliegen, können wir gleich nach Thailand fliegen, weil wir noch nie in Thailand waren. Aber das haben wir auf nächstes Jahr verschoben. Und deswegen war ich voll traurig. Und dann dachte ich mir so, komm, wir gehen in Urlaub. Und eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, nach Lissabon. Aber jetzt haben wir ja uns für Marrakesch entschieden. Und Montag geht's schon los. Kannst du glauben, oder? Also in... Wie viele Tage? In 2 oder so? In 2! Ja, ich nehme euch da auf jeden Fall auch mit, wenn ihr Bock habt. Lasst mir halt gerne Feedback in den Kommentaren da. Und mal schauen, was ich dort so aufnehmen werde, aufnehmen kann und was auch immer. Keine Ahnung. Genau, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. War schon wieder nur viel Gebabbel und so. Und ich war die ganze Zeit unscharf, aber auch gut. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich sage tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.